Dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geno Solo. Wir spielen Makina Akana im Szenario Das Biest. Mittlerweile sind wir in Kapitel 5 angelangt, hängen ein klein wenig fest, wir müssen jede Menge Monster töten. Aber ich denke mal, wir sind auf gutem Weg zum sechsten Kapitel. Wie wir das genau erreichen, werden wir heute herausfinden und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Makina Akana. So sieht es bei uns in Kapitel 5 aus. Wir haben schon zwei Zählmarker auf der Kapitelkarte. Das heißt, zwei weitere sind nötig, um voranzuschreiten bedeutet ich muss nur zwei Monster töten ja wenn es so einfach wäre dann hätte ich das schon längst gemacht ich muss mir auf alle Fälle Gedanken machen was ich mit dem Flugkragen machen denn dieser ist geisterhaft dann haben wir jetzt hier im Hintergrund tun der heilt die Monster immer wieder hoch auch da sollte ich mir auf alle Fälle etwas einfallen lassen und dann starten wir jetzt mit einer neuen Runde mit der erforschen beginnen wir diese Runde mit Jesse er hat die Donnerbüchse er ist in Reichweite von diesen guck Sichtlinie hat er auch und der Flugkragen welcher Geisterhaftes steht angrenzend. Und dadurch erwische ich mit dem Flächenangriff der Donnerbüchse diesen gleich mit. Feuern wir mit der Donnerbüchse. Kostet drei Ausdauer auf den Guck. Beim letzten Mal, als ich die Donnerbüchse angewendet habe, habe ich gesagt, dass der Effekt des Mandels ja noch zum Ergebnis dazu kommt. Das stimmt nicht, hatte zwar keine Auswirkungen, weil wir genug gewürfelt haben, aber der Mantel wirkt nur, wenn wir eine Hand frei haben. Allerdings, die Donnerbüchse verlangt beide Hände. Deswegen können wir den Effekt des Mantels nicht mehr anwenden. Schauen wir, ob wir den Guck treffen. Wir brauchen eine 4 und da haben wir die 4. Ganz knapp, aber es reicht. Platzieren wir die erste Wunde drauf. Jetzt kriegen wir noch den zweiten Effekt über die Donnerbüchse. Wir können ein Ziel, was neben dem Guck steht, das ist der Flugraker mit einem Angriff drei schwarze Würfel und brauchen auch eine vier, habe eine fünf, das reicht, um auch hier eine Wunde drauf zu bringen. Durch das Treffen wird der Flugraker hinsichtlich seiner passiven Fähigkeit ausgelöst, welche besagt, dass alle angrenzenden Einheiten um ein Feld weggestoßen werden. Wir hatten also jetzt alle Einheiten ausgehend vom Flugkragen, welche sich angrenzend befinden, weggestoßen. Beim Wegstoßen oder jedenfalls auch Heranziehen die gleiche Regel müsst ihr Folgendes beachten ist das Ziel, was weggestoßen wird, ausgehend von dem, der wegstößt, orthogonal, das heißt waagerecht oder senkrecht, in gerader Linie, dann wird auch immer nur orthogonal weggestoßen. Das heißt, er wird dann immer in einer Richtung bleiben, bis wenn er gegebenenfalls auf ein Hindernis trifft oder vielleicht sogar in eine Grube und dort zerstört wird. Befindet sich die zu stoßende Einheit nicht orthogonal, das heißt diagonal oder manchmal sogar etwas schräg, das kann auch hier und da passieren. Es gibt auch Effekte, die das Ganze über Distanz machen, gerade beim Heranziehen dann wird immer nur direkt diagonal weggestoßen oder herangezogen in entsprechender gerader Linie. Auch hier kann es passieren, dass ihr gegebenenfalls in eine Grube gezogen oder gestoßen werdet. Doch führen wir das Ganze durch. Der Flugrage, unser Lorraine, ist nicht orthogonal, sie steht diagonal, deswegen wird sie direkt diagonal weggestoßen. Heißt, direkt einfällt hier auf dieses Feld. Der Guck hingegen, dieser steht orthogonal, das heißt, er wird in diese Richtung direkt gerade, Weggestoßen, doch dahinter ist ein Block mit Geröll, dort kann er nicht draufgestoßen werden. Das heißt, er bleibt hier an dieser Stelle stehen. Und dies ist auch gut so, somit kann Jesse erneut den Guck angreifen und damit den Flugkraken mittreffen. Da haben wir somit etwas Glück gehabt, dass es den Guck nicht weiter weggestoßen hat, sonst hätten wir erneut diesen Kraken nicht erwischt. Deswegen nochmal feuern mit der Donnerbüchse. Damit ist die Ausdauer komplett aufgebraucht. Zwei schwarze, zwei weiße Würfel gegen den Guck. Und wir haben eine 4. Auch das reicht diesmal, um diesen Guck zu zerstören. Wir bekommen dafür eine Essenz und einen weiteren Marker auf unserem Kapitel. Das werde ich gleich drauflegen, denn ich versuche jetzt noch, weil wieder dieser Flugkragen angrenzend ist, diesen noch in Mitleidenschaft zu ziehen mit drei schwarzen Würfel. Hoffentlich klappt das Ganze. Und das klappt auf alle Fälle. Es ist eine 4. Zur Not hätte ich auch Essenzen bezahlt, denn für das Töten dieses Flugkragen würde ich jetzt eine Essenz bekommen. Aber Jesse ist auf dem Maximum des. Deswegen kann er keine weitere Essenz erhalten. Führen wir jetzt die ganzen Effekte durch. Als erstes, wir hatten beide Gegner bezwungen, sind beide Monster Level 2, befinden uns in Monsterstufe 2. Deswegen werden diese jetzt hier abgelegt. Cartoon rutscht in der Monsterkette nach. Als nächstes der Effekt der Donnerbüchse, welcher sagt, tötest du, statt Essenz zu erhalten, dann darfst du die Monsterbedrohung um 1 senken. Da wir die letzte Essenz ja gar nicht kriegen, weil wir halt schon voll sind, dann wandle ich das Ganze in die Senkung um. Somit geht dieser Tracker wieder um eins zurück. Des Weiteren, wir haben zwei Monster getötet. Sehr cool. Und wir haben das geschafft, was hier im Kapitel erforderlich ist, um hier voranzuschreiten. Und dann nehmen wir die ganzen Marker runter, drehen das um. Oje. Okay, dann schauen wir mal, was in Kapitel 6 jetzt passiert. Von Jägern zur Beute. Einem grauenvollen Geruch folgend stapften wir weiter. Irgendwie schaffte es der abnormale Gestank, uns stetig komplett einzuhüllen, sich um unsere Gliedmaßen zu schlingen, jedem unsere Schritte zu folgen und uns doch immer voraus zu sein. Uns stockte der Atem, als eine Wand anfing, bröckelnde Geräusche von sich zu geben. Im nächsten Moment spaltete sie sich in zwei und gab den Blick auf garstig grelle Augen frei. Versteinert vor Angst standen wir da. Unser Herz raste, und wir tauschten panische Blicke aus. Die Jagd hatte begonnen, und es war nur allzu deutlich, wer Jäger und wer Beute war. Der Schwierigkeitsgrad im Spiel steigt gehörig an. Wir haben ein geblocktes Kapitel mit folgenden Anweisungen. Als erstes, wir dürfen keine neuen Kartenteile entdecken, müssen also jetzt mit den Örtlichkeiten umgehen, die wir zur Verfügung haben. Wir bekommen einen Hinweis, was wir zu tun haben. Wir sollen nämlich ein Level 4 Monster zerstören oder verbannen. Gelingt uns das, wird ein Ausgangsmarker platziert und über diesen Ausgangsmarker können wir das Kartenteil verlassen und ins nächste Kapitel vorrücken. Doch wir brauchen auch ein Level 4 Monster und das erhalten wir über den Spielbetreten-Effekt. Dieser besagt, dass ein Charakter von uns, den wir selber bestimmen können, jetzt ein Monster Stufe 4 erscheinen lässt. Suchen wir alle Monster Stufe 4 heraus, mischen diese und ziehen dann eine und lassen diesen erscheinen. Das ist natürlich ein schwerer Gegner, den wir dann zu bezwingen haben. Zum Glück kommen keine extra Monster dazu. Das erkennen wir, dass wir hier keine Angabe auf dem Erscheinungslevel haben. Somit können wir auch die Phase Monster erscheinen jetzt für dieses Kapitel überspringen. Für den Horror hingegen, da bleibt alles beim Alten. Diese Phase haben wir und wird jetzt auf Stufe 5 gestellt. Und diesen Tracker, den nehme ich mal weg, damit ich das nicht vergesse. Okay, dann lassen wir ein Stufe 4 Monster erscheinen. Und ich denke mal, ich werde das Ganze mit Lorraine machen, denn sie hat noch ihren Zug vor sich. Diese Level 4 Monster gibt es im Basisspiel. Einer von denen wird uns jetzt beehren. Schauen wir mal. Wer es sein wird, wir haben einen Abkömmlichen der Ketonia. Rüstungswert von 6, Willenskraftwert 8, 3 Lebenspunkte, eine ganze Menge, allerdings nur 2 Ausdauer. Die Fähigkeiten sind bei ihm aber nicht allzu teuer, kostet jeweils immer nur eine Ausdauer. Entweder ein magischer Angriff auf zwei Felder Reichweite oder, wenn er das nicht kann, wird er eine Ausdauer bezahlen, um alle Charaktere, welche sich auf dem gleichen Spielplattteil befinden, um bis zu drei Felder an sich heranzusaugen. Oh, das könnte auch tricky werden. Und auch nicht so besonders ist der Effekt, dass dieses Wesen immobil ist denn eigentlich war mein bestreben, dass ich dieses Kartenteil hier nach rechts verlasse, um Cthulhu nicht weiter die Gelegenheit zu geben, andere Monster zu heilen, vor allen Dingen nicht dieses Level 4 Monster. Na, aber dieser Abkömmling tatsächlich stationär ist, wird er sich hier nicht wegbewegen und wenn ich ihn bezwingen will, muss das hier auf diesem Kartenteil passieren. Ich glaube schon, dass ich vorher Cthulhu ausschalten muss, damit er diesen Abkömmling nicht dauerhaft hochheilt. Machen wir weiter mit Sie hat noch ihre sechs Ausdauer und ich werde jetzt versuchen, C'Thun mit ihr auszuschalten, auch auf die Gefahr hin, dass dann ihre gebundene Begebenheitskarte ausgelöst wird und eigentlich verpufft, weil wir dieses Kapitel eh nicht mehr erleuchten können. Aber sei es drum. Ich denke mal, die Priorität jetzt so zu legen, ist einfach wichtiger. Und deswegen Bewegung 1, 2, 3 an diese Stelle. Dann bin ich auf zwei Felder Distanz zu C'Thun und habe auch Sichtlinie ohne Hindernis. Ich habe noch drei Ausdauer übrig und werde den Verzögerer anwenden für zwei Ausdauer. Und darf einen weißen und einen schwarzen Würfel werfen und mein Bestreben ist eigentlich, diesen jetzt nicht zu töten. Ich möchte nur den zweiten Effekt haben, was nämlich Cthulhu eine Ausdauer klauen würde und dann könnte er seinen Effekt nicht durchführen. Doch, wenn ich ihn jetzt wegmache, dann kommt dort ein Zählmarker drauf und dann würde der Effekt leider verpuffen. Aber nützt ja nichts, schauen wir mal. Ob Katsun überlebt, er hat eine 3. Das reicht auf alle Fälle damit er überlebt, denn wir müssten eine 4 schaffen. Daher ein Charaktermarker auf ihn drauf, eine Ausdauer weniger und dann kann ja gar nichts machen. Jetzt habe ich noch eine Ausdauer, übrigens warum auch, auch nicht? Ich werde mein Artefakt benutzen. Bei einer 9 oder 10 bekomme ich noch eine Essenz und wir haben nur eine 8. Ja, leider nichts bekommen. Aber auf alle Fälle es ist es so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Zumindest wird Cthulhu nicht aktiv, wird ihn jetzt zwar sowieso nicht heilen, weil dieser Abkömmling keinen Schaden hat, würde aber quasi einen magischen Angriff an uns allen anrichten. Das ist nicht unbedingt mein Bestreben, deswegen lieber auf diese Art und Weise die ganze Zeit ihn ausschalten. Okay, wir sind durch mit unserer erforschen wir kämen jetzt zur Erscheinungsphase, dürfen wir aber in diesem Kapitel überspringen. Somit geht's weiter mit der Horrorphase. In der Horrorzähler wurde ja über das Kapitel auf die 5 gesetzt. Mal sehen, ob wir eins auslösen. Und wir haben eine 3, somit kein Horrorereignis. Zähler geht runter auf die 4. Wir befinden uns schon in der Monsterphase, doch diese ist relativ schnell abgehandelt. Beginnen über Cthun. Der wird nämlich gar nichts machen, hat eigentlich nur eine Ausdauer. Doch über den Effekt von L'Roy wurde ihm diese gestohlen. Somit kann er überhaupt nichts machen. Und dann ist schon der Abkömmling der Ketonia an der Reihe. Dieser möchte als erstes einen magischen Angriff durchführen für eine Ausdauer, allerdings auf zwei Felder Reichweite. Und da er immobil ist, kann er sich auch nicht bewegen. Und unsere Forscher sind auf alle Fälle mehr als zwei Felder weit weg. Somit kann er diesen Angriff nicht durchführen. Doch den zweiten Effekt. Diesen kann er durchführen. Für eine Ausdauer wird er jetzt alle Charaktere bewegen und zwar auf sich zu. Er wird also quasi sie heransaugen bis zu drei Felder. Und es betrifft alle Charaktere hier auf dem Teil fangen wir an mit Lorraine. 1 2 ist diese an der Stelle. Die Bewegung kann ich dabei selber ausführen, sie muss halt nur näher rangehen an die und dann haben wir 1 2 3. Für Jesse. Der Abkömmling hat noch eine Ausdauer übrig. Diesmal kann er die obere Fähigkeit ausführen und zwar einen magischen Angriff gegen unsere Lorraine, denn diese ist nun in Reichweite. Drei schwarze und zwei weiße Würfel als magischer Angriff jetzt gegen unsere Willenskraft, der leider nur mit dem Artefakt vier Beträge und ich denke mal eine 4 mit fünf Würfeln, das sollte eine sichere Sache sein. Und das ist es aber nicht. Es sind nur drei. Somit wurden wir nicht getroffen. Oh, man muss auch Glück haben. Aber selbst eine Wunde wäre jetzt nicht dramatisch gewesen. Ich hätte auch genug Essenzen gehabt, die ich anstelle von Wunden bezahlt hätte. Okay, das war die Monsterphase. Wir kommen schon wieder in die nächste Runde mit der Erforschen-Phase. Und ich fange mit Jesse an und werde mich bewegen. Und zwar. 1, 2 an diese Stelle und dann nehme ich C'Thun ins Ziel und zwar mit meiner Donnerbüchse. Aktualisieren wir noch die Ausdauer. 2 Bewegungen und die Donnerbüchse kostet nochmal 3. In Reichweite bin ich auf alle Fälle, darf zwei weiße und zwei schwarze Würfel benutzen und benötige eine 4. Und hier bei mir klappt es auf alle Fälle viel besser als bei den Monstern. Sehr cool. Somit haben wir eine Wunde angerichtet. Und da Cthun nur einen Lebenspunkt hat ist dieser auch direkt bezwungen. Und wir haben gleich noch den sekundären Effekt über die Donnerbüchse, doch machen wir erstmal alles weitere, denn wir haben ein Monster getötet, würden jetzt eine Essenz kriegen, doch ich verzichte darauf, zugunsten, dass ich die Monsterbedrohung um 1 reduzieren kann. Und damit arbeite ich den Tracker langsam wieder herunter. Sehr gut. Führen wir noch den sekundären Effekt der Donnerbüchse aus. Und zwar ein Monster neben dem Ziel, also neben Kotun. Und das ist hier dieser Abkömmling. Wird jetzt mit einem Angriff belegt. Drei schwarze Würfel. Und ich benötige eine 6. Und das sind leider nur drei. Ja, ich werde es dennoch machen. Eins, zwei, drei Essenzen bezahle ich jetzt, um drei jetzt hier noch dazu zu addieren. Und das sind genau die sechs, die ich dann benötige, um die erste Wunde hier drauf zu bringen. Sehr teuer das Ganze, aber ich denke mal, es ist es auf alle Fälle wert. Ich will so schnell wie möglich dieses Level 4 Monster besiegen. Kethun wird noch vom Spielplan entfernt und auch direkt aus dem Spiel ist nämlich ein Level 1 Monster. Und mit Jessie habe ich jetzt noch eine Ausdauer. übrig. Oh ja. Gehen wir hier ein Feld Richtung Begebenheitsfeld. Le ist an der Reihe. Sie werde ich als erstes bewegen lassen und zwar 1, 2, 3, 4 hier an diese Stelle. Da bin ich immer noch drei Felder entfernt von diesem Abkömmling und habe auf alle Fälle auch ungehinderte Sichtlinie. Für meine letzten zwei Ausdauer werde ich erneut meinen Verzögerer anwenden. Ein weiß und ein schwarzer Würfel. Theoretisch werde ich ihn nicht treffen können, maximum ist 5 möglich von 6, aber ich könnte theoretisch Essenzen bezahlen dafür hängt davon ab, wie teuer das Ganze wird, aber der zweite Effekt, der ist auf alle Fälle genauso wichtig, dass wir von diesem eine Ausdauer dann herunterklauen können. Deswegen auch schauen wir mal, was wir. Herr würfeln, es ist eine 3. Jetzt müsste ich 3 Essenzen bezahlen. Frage ist, ist es das wert? Ich würde mal sagen, nein, das mache ich nicht. Die spare ich mir mal, ist doch ein wenig zu viel. Aber immerhin, eine Ausdauer klauen wir von diesem Abkömmling. Alle Forscher haben ihre Ausdauer verbraucht. Die Erforschenphase endet. Die Erscheinen-Phase können wir überspringen. Machen wir weiter mit der Horrorphase. Horror Tracker ist auf einer 4. Schauen wir mal, ob wir ein Horrereignis bekommen. Mit einer 4 lösen wir dies leider aus. Und dann geht dieser wieder zurück auf die 5. Und die Monsterbedrohung steigt. Welche Horrorbegebenheit bekommen wir? Und zwar diese. Verlockende Dunkelheit. Was ist passiert? Was machen wir hier? Wie? Ich verstehe nicht. Wir blinzeln benommen im Dunkeln, verwundert über die Stelle, an der wir stehen. Niemand von uns kann sich erinnern, was in den letzten Augenblicken passiert ist. Als hätten wir uns gedanken- und willenlos bewegt. Nur eins ist sicher. Wir sind dem verhängnisvoll leuchtenden Symbolen auf dem Boden nun ein paar Schritte näher. Man könnte fast denken, das Spiel passt sich meiner Strategie an. Eigentlich wollte ich ja weg vom Abkömmling des Nun muss ich mich zwei Felder mit allen Charakteren zum nächsten Vermehrungsfeld begeben. Und dort steht ja der Abkömmling. Das heißt für unsere Loray zwei Felder zum nächsten Vermehrungsfeld. Da steht dieser direkt drauf. Eins, zwei an dieser Stelle. Das Gleiche für Jessie. Eins, zwei, direkt hier auf dieses Vermehrungsfeld drauf. Das ist der nächstgelegene Ort. Jesse kann sich zum Glück aufgrund der Horrorbegebenheit und seiner Stiefel noch um ein Feld bewegen. Dann werde ich mich wieder um ein Feld weg von diesem Abkömmling begeben. Die Horrorphase endet, machen wir weiter mit der Monsterphase. Wir haben nur ein Monster auf dem Spielfeld. Eigentlich gehofft, dass dies nicht allzu viel macht. Doch nun, da wir uns wieder in seiner Reichweite befinden, kann es etwas machen. Eigentlich zwei Ausdauer, aber aufgrund des Effektes von unserer Loree eine Ausdauer weniger, hat der Kutonia nur eine Ausdauer, die er verwendet und das ist für den ersten Effekt. Möchte in Reichweite bis zu zwei Felder einen magischen Angriff durchführen. Beide unsere Forscher wären in Reichweite. Wenn ein Monster mehrere Charaktere ins Ziel bekommt, wird immer der Charakter mit den wenigsten verbliebenen Lebenspunkten gewählt. Ist da immer noch ein Gleichstand, dann können wir wählen. Beide unsere Forscher haben noch vier Lebenspunkte. Daher also Gleichstand kann ich wählen und ich wähle auf alle Fälle Ray, denn sie hat die bessere Willenskraft gegen diesen magischen Angriff. Drei schwarze und zwei weiße Würfel gegen einen Willenskraftwert von vier. Ich glaube, diesen Treffer können wir nicht ausweichen. Und das sind vier. Aber es reicht auf alle Fälle, um getroffen zu werden. Ich würde jetzt eine Gesundheit verlieren, kann aber alternativ auch eine Essenz verlieren. Und genau das werde ich. Jetzt machen. Damit sind wir durch. Mit der Monsterphase starten wir eine neue Runde. Charaktermarker geht zurück zu Lorraine und ich fange mit Jesse an. Ich bin auf alle Fälle in Reichweite für meine Donnerbüchse. Sichtlinie habe ich auch und deswegen werde ich direkt auf diesen Abkömmling feuern. Für die Donnerbüchse halte ich zwei schwarze und zwei weiße Würfel und benötige eine sechs. Eine ganze Menge, aber zum Glück. Ich habe noch zwei Essenzen, die ich gegebenenfalls benutzen kann, um meinen Angriffswurf etwas zu modifizieren. Und wir haben in zwei, drei. Oh, das reicht auf alle Fälle. Mehr als sechs. Somit die zweite Wunde auf den Abkömmling. Sehr, sehr cool. Damit haben wir ihn besiegt. Wir würden jetzt eine Essenz bekommen. Ich werde aber den Effekt der Donnerbüchse anwenden. Anstelle, dass ich eine Essenz erhalte. Senke ich die Monsterbedrohung um 1. Warum ich das mache, werde ich euch gleich mitteilen. Wir sollen jetzt noch diverse Effekte jetzt von unserem Kapitel ausführen. Da wir nun das Level 4 Monster besiegt haben, wird dies aus dem Spiel entfernt. Also nicht in den Stapel zurücklegen für die Level 4 Monster. Wir werden diesen Abkömmling nicht wiedersehen. Der zweite Effekt des Kapitels ist, dass wir jetzt einen Ausgangsmarker platzieren dürfen. Wir dürfen dieses Ausgangstoken jetzt auf ein Übergangsfeld legen, des gesamten Spiels. Plan ist, sofern es auf einen nicht erkundeten Bereich zeigt. Wir können das Ganze hier hinten direkt gleich in der Nähe machen. Wir können das Ganze aber auch hier drüben machen. Was nicht geht, sind diese beiden Felder, weil die schon zueinander erkundet sind. Das Kapitel endet aber nicht an dieser Stelle. Das Kapitel endet erst dann, wenn wir über dieses Ausgangstoken hinausgewandert sind. Und dafür müssen wir einfach nur direkt auf diesem Feld stehen, nochmal zwei Ausdauer bezahlen und dann würden wir das Spielfeld verlassen. Sobald beide Forscher das Spielfeld verlassen haben, dann endet erst das Kapitel. Und da wir momentan keine Monstererscheinungsphase haben, sind wir relativ sicher. Denn auch dieses Monster haben wir ja schon besiegt und muss vom Spielfeld entfernt werden. Das einzige, was uns im Genick hängt, ist die Horrorphase. Dadurch könne die Monsterbedrohung immer weiter steigen und wir könnten dann Gefahr laufen, relativ schnell zu Stufe 3 zu gelangen, was nicht unbedingt mein Interesse ist. Deswegen habe ich jetzt auch die Monsterbedrohung bedrohung um ein Feld senken lassen. Dennoch wäre es jetzt natürlich Vergeudung, diese ganzen Truhen jetzt hier nicht zu. Zu plündern also ich werde nicht alle truhen plündern aber ich will ein paar wenigstens auf meinem Weg mitnehmen und deswegen werde ich diesen ausgangsmager ich werde ihn hier oben hin platzieren das heißt ich möchte mit meinen Forschern hier oben dann das Spielfeld verlassen okay damit haben wir jessies drei ausdauer für den angriff verbraucht er hat noch drei weitere ausdauer und die wird er natürlich jetzt für eine Bewegung verwenden 1 2 3 schon mal in diese Richtung. Loree ist an der Reihe, 6 Ausdauerpunkte, 3 wird sie verwenden, um 1 2 oh, nur 2 bis hier hinzukommen und dann werde ich diese Werkbank für 3 Ausdauer benutzen. An der Werkbank darf ich drei Karten ziehen. Die Frage ist, welche. Ich werde mal zwei Waffen nehmen. Der Verzögerer ist zwar nicht schlecht, aber die Angriffskraft ist einfach zu gering. Perspektivisch wird das nicht mehr ausreichend sein. Das heißt, die beiden oder werde ich noch ein Artefakt nehmen? Vielleicht finde ich noch ein besseres. Und da haben wir diese drei Sachen. Boah, die drei Sachen sind alle cool. Fangen wir mal links an. Wir haben hier eine Art Schild. Die Möglichkeit für zwei Ausdauer einen Angriff durchzuführen mit drei weißen Würfeln. Oder wir verwenden drei Ausdauer, um das Ziel ein Feld wegzustoßen. Auch das ist nett. Des Weiteren hätten wir die Möglichkeit für drei Ausdauer Rüstung und Willenskraftwert zu erhöhen, neben der Rüstungsverbesserung, die wir eh hier drüber bekommen. Als nächstes Opferndes Chris ist nicht schlecht, hat aber nur einen Angriffswurf mit zwei weißen Würfeln für zwei Ausdauer hat aber einen sehr positiven passiven Effekt, denn wenn ein Monster zerstört wird, was benachbart zu dem entsprechenden Charakter steht, dann darf ein beliebiger Charakter eine Gesundheit wiederherstellen. Und dann haben wir auch noch ein sehr cooles Artefakt, was uns schon mal zwei Willenskraft bringt und die Möglichkeit für drei Ausdauer, dass wir uns zum nächstgelegenen Begebenheitsfeld direkt teleportieren können. Dann sparen wir ganz viel Ausdauer, was die Bewegung angeht, oder wir können auch drei Ausdauer dafür verwenden, um die Monsterkette zu Manipulieren. Okay, tauschen wir ein klein wenig aus. Ich werde auf alle Fälle den Verzögerer erstmal ablegen. Dann werde ich die hier ablegen und dafür das nehmen. Und die anderen Sachen werde ich jetzt so lassen. Einen Gegenstand von den dreien darf ich mir ja noch nehmen. Wenn ja, ich den Christ sogar noch. Hier mit ins Inventar nehmen. Nun darf ich neu ausrüsten. Die Rüstung verändere ich nicht, die lasse ich so, wie sie ist. Direkt auch wieder dann angelegt als Kernteil, plus die Verbesserungen. Danach legen wir unser Artefakt an, was wir uns frisch geholt haben. Direkt hierhin. Und nun habe ich ja noch zwei Waffenteile. Auch hier darf ich beim neu Ausrüsten erstmal ein Kernteil verwenden, welches dieses, nämlich am weitesten unten. Und wir haben hier eine Ausbaute, und zwar nach oben. Und dann werde ich den Chris dran machen, denn da haben wir einen Übergangsfall, können wir direkt hier dran machen. Und das Ganze gilt immer noch als nur ein Kernteil. Ich könnte noch eine weitere Waffe ausrüsten, weil es ein Einhänder ist hier auf dem Kernteil. Und das ist vollkommen egal, was hier oben dann gegebenenfalls als Ausbau dran ist. Es gibt auch Ausbauten, die haben dann zwei Hände dran. Es gilt immer nur das Handsymbol des Kernteiles. Und daher habe ich nun die Möglichkeit, beim Angriff alle diese Optionen durchzuführen. Natürlich immer nur eine auf einmal. Doch auch der passive Effekt dieses Chris funktioniert, selbst wenn ich über einen Angriff mit dem Schild gegebenenfalls das Monster zerstöre. Übrigens gilt das auch, wenn gegebenenfalls ein anderer Charakter ein Monster zerstört, was sich neben euch befindet. Selbst dann wird dieser Effekt ausgelöst. Also eine sehr coole. Sache und ich denke mal, diese beiden Sachen, die werde ich zerstören. Eine Ausdauer hat Lorraine noch übrig und dann gehen wir auch schon mal in diese Richtung. Damit sind wir durch mit der Erforschen-Phase. Erscheinen Phase können wir wieder überspringen. Machen wir weiter mit der Horrorphase. Werfen wir also nur für den Horror und wir haben eine 7. Somit wird erneut Horror ausgelöst. Monsterbedrohung steigt um eins. Jesse lasse ich aufgrund seiner Schuhe sich um ein Feld bewegen. Und dann schauen wir, welche Horrorbegebenheit wir jetzt erhalten. Aufgebrochene Versiegelung. Der Luftdruck steigt und zwingt uns in die Knie. Wir können genau spüren, wie die Luft pocht und pulsiert. Wo genau kommt dieser unerträgliche Druck nur her? Da beginnen die Symbole an den Stellen, an denen die Gräuel erscheinen, schwach zu leuchten. Hilflos fassen wir uns an den Kopf. Wir dachten, wir konnten einige von ihnen für immer versiegeln. Doch sie tobten so lange, bis die Versiegelung schließlich brach. Der Druck lässt nach, wir stemmen uns hoch und starren entsetzt auf die bedrohlich wabernden Tore im Boden, die nun wieder offen stehen. Diese Begebenheit hat keinen weiteren Einfluss auf uns, denn jetzt würden alle Vermehrungsfelder, welche zerstört bzw. versiegelt sind, jetzt wieder repariert werden. Ihr müsstet also die. Zerstörungsmarker von diesen Feldern wieder entfernen und dort würden wieder neue Monster rauskommen. Aber wir haben keine versiegelten Vermehrungsfelder, somit kein Effekt. Starten wir eine neue Runde, die wird relativ schnell abgehandelt. Ich werde mich primär nur bewegen. Fangen wir an mit L'Oray. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausdauer verbraucht. Mehr hat sie nicht zur Verfügung, auch Jesse hätte jetzt 6 Ausdauer. Allerdings lasse ich ihn jetzt nicht bewegen, denn in der letzten Ausgabe ist mir ein Fehler unterlaufen, da habe ich Jesse zweimal aktiviert. Ich glaube nicht, dass dieser zusätzliche Zug einen tatsächlichen Einfluss auf die Begebenheiten zu diesem damaligen Zeitpunkt hatte. Allerdings will ich das hinsichtlich der Züge jetzt wieder kompensieren und deswegen lasse ich einfach diesen Zug jetzt mit Jesse ausfallen und wir beenden die Erforschenphase. monster Monstererscheinungsphase können wir auch überspringen. Machen wir schon wieder weiter mit dem Horror. Und dieser sitzt uns im Nacken, denn die Monsterbedrohung würde mit jeder Horrorbegebenheit immer weiter ansteigen. Dann haben wir irgendwann Level 3 Monster im Stapel. Und das will ich eigentlich nicht so zeitig haben, deswegen hoffe ich jetzt auf keinen weiteren Horror und wir haben eine 4, das ist gut, damit bekommen wir keinen Horror in dieser Runde. Beginnen wir schon wieder mit der nächsten Runde, ich will ein klein wenig plündern, ich werde mit Jesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 erstmal in diese Richtung gehen, da hinten ist noch einiges zum Plündern. Und mit Loray werde ich 1, 2, 3 hier angrenzen zu dieser Truhe und da schauen wir direkt mal rein. Mit Lorays Ausrüstung bin ich recht zufrieden, deswegen werde ich einfach mal Kleinteile nehmen. Mal sehen, was wir da schickes diesmal bekommen. Bezahlen wir noch die 3 Ausdauer für das Plündern der Truhe, bekommen dafür eine Essenz. Sehr cool. Und ich erinnere mich, wir hatten ja dieses Kleinteil oben drauf gelegt gehabt, weil es ein sehr cooles ist. Wir können ein Aktionsfeld... Einfach so aktivieren, egal wo wir uns befinden. Wir müssen uns nur auf dem gleichen Kartenteil aufhalten. Und deswegen, das ist schon ein cooles Teil. Das nehme ich auf alle Fälle. Die Frage ist, was mache ich damit? Hier könnte ich Gegenstände auf Entfernung mit einem anderen Charakter tauschen. Naja, finde ich jetzt nicht ganz so stark. Deswegen, ich lasse es zerstören. Erforschungszug somit schon zu Ende. Machen wir direkt weiter mit dem Horror und wir haben eine 9. Ja, das löst. Leider erneut eine Horrorbegebenheit aus und die Monsterbetrung steigt. Über den Effekt von Jesse Shun darf er sich jetzt noch ein Feld bewegen, rückt er näher ran an diese Aktionsfelder. Mal sehen, ob die nächste Horrorbegebenheit wieder so klimpflich abläuft. Wir haben diese: Brutaler Angriff. Wie kann es sein, dass uns dieser verlassene Ort noch düsterer erscheint? Eine eigenartige Finsternis hat sich über ihn gelegt, noch undurchdringbarer als je zuvor. Wenn das nur schon alles wäre, die wilden Bestien sind durch die neue Finsternis noch stärker geworden, und ihr unbändiger Blutdurst und blinder Zorn wächst. Mehr denn je fühlen wir uns schutzlos. Auch diese Horrorbegebenheit hat für uns erstmal keinen Einfluss, denn alle Monsterangriffe würden jetzt um 1 erhöht werden, solange diese Karte aktiv ist. Da wir aber keine Monster zurzeit haben, müssen wir uns darum nicht sorgen. Machen wir schnell weiter mit der nächsten Runde. Die Truhe unten, die war übrigens schon kaputt, die hatte schon geplündert. Ich werde mit Jesse beginnen. Die erste Ausdauer werde ich für eine Bewegung investieren, die zweite Ausdauer um hier diese Aufladestation zu aktivieren. Vielleicht bekomme ich ja die Ausdauer wieder zurück. Zwei mindestens wären schön. Und wir haben zwei, hier. sehr gut. Somit haben wir wieder sechs Ausdauer und die investiere ich. Eins, zwei, drei. Und für die restlichen drei Ausdauer werde ich diese Truhe plündern. Auch Jesse hat schon recht gutes Equipment, dennoch ausbaufähig. Ich werde einmal ein Rüstungs teilnehmen und einmal eine Waffe. Mal sehen, ob was passendes dabei ist. Das Plündern der Truhe bringt mir erstmal eine Ausdauer. Leider die beiden Karten, die ich gezogen habe, bringen mich nicht wirklich weiter. Dennoch darf ich eine behalten, vielleicht irgendwann mal an der Werkbank umschmieden könnte. Das Ganze auf alle Fälle dennoch noch hilfreich sein. Ich nehme mal die Waffe noch ins Inventar. Und diese Rüstung, die werde ich zerstören. Lorraine ist an der Reihe. Erste Ausdauer wird eine Bewegung sein. Hier zu der nächsten Truhe. Und die werde ich für weitere drei Ausdauer plündern. Mit ihr werde ich eine Waffe und ein Kleinteil nehmen. Mal sehen, ob es was Schönes ist. Die Truhe bringt als erstes wieder eine Essenz. Haben wir schon fünf. Wir haben bekommen ein. Neues Schild. Ich denke mal, aber das Schild, was ich habe, ist ein klein wenig besser. Da kann ich für den Angriff drei weiße Würfel benutzen. Hier nur einen schwarzen. Dann haben wir den gleichen Effekt, dass wir Gegner zurückstoßen können. Und hier, falls wir blocken, dann würde die Nahkampfangriffskraft des Gegners um 1 gesenkt werden. Finde ich jetzt nicht ganz so stark. Deswegen ich werde hier mit dieser Ladung gehen. Stehen wir nämlich neben Vermehrungsfeldern, dann können wir diese zerstören, sogar alle. Benachbarten. Also, wenn die Vermehrungsfelder relativ dicht zusammen sind, können wir dort direkt mehrere auf einmal zerstören. Wer weiß, ob wir es brauchen? Ich nehme es erstmal mit und ich denke mal, diesen Schild, den zerstöre ich. Jetzt habe ich mit der Rain noch zwei Ausdauer übrig. Drei wären schöner gewesen, dann hätte ich jetzt meine Teleportaktion nutzen können, um mich bis hier hoch zu teleportieren. Das nützt mir jetzt nicht allzu viel, muss ich auf die nächste Runde warten. Deswegen, ach, ich werde ganz normal. 1, 2, mich hierhin bewegen. Stellen wir uns erneut dem Horror in diesem Kapitel. Mal sehen, ob wir ein Ereignis bekommen. Wir haben eine 3, somit kein Horrorereignis. Und auch die Monsterbedrohung steigt nicht weiter. Wir beginnen bereits die nächste Runde. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn wir keine Monster auf dem Feld haben. Ich beginne mit Laurie. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, dieses Artefakt zu benutzen, um mich zu teleportieren. Das Problem ist, hier steht drauf, zum nächstgelegenen Begebenheitsfeld. Das wäre dieses. Das macht nicht wirklich Sinn, dafür drei Ausdauer auszugeben. Eigentlich wollte ich mich gern hier hinter teleportieren, aber geht leider nicht. Deswegen muss ich das auf herkömmliche Weise machen und ich bewege mich eins, zwei, drei hier angrenzend zu dieser Drohe. Und für weitere drei Ausdauer werde ich in die Truhe hineinschauen. Ich denke mal, ich werde das genauso machen wie beim letzten Mal. Nehmen wieder ein Waffenteil und nehme einen Kleinteil. Vielleicht ist ja diesmal etwas schöneres dabei. Die Truhe bringt als erstes eine Essenz. Bin ich mit Loray auf dem Maximum. Mehr kann sie nicht nehmen, aber jede Menge Essenzen zu haben ist immer eine coole Sache. Des Weiteren cool sind diese beiden Gegenstände, vor allen Dingen dieser Stab. Es ist zwar ein Zweihänder, das heißt ich kann ihn nicht parallel mit dem Schild tragen aber ich kann den Zweihänder ins Gepäck nehmen und vielleicht wenn ich es mal brauche, kann ich dann über neu ausrüsten dann die Waffen auch tauschen. Der Dominator ist richtig machtvoll. Auf vier Felder Reichweite für drei Ausdauer kann ich einen magischen Angriff mit drei schwarzen Würfeln durchführen. Oder ich kann für nur zwei Ausdauer in drei Felder Distanz ein Monster kontrollieren. Bedeutet, ich kann direkt mal das Monster übernehmen, hinsichtlich seiner Ausdauer es bewegen, es andere Monster angreifen lassen, auch das könnte sehr machtvoll sein, vor allen Dingen, wenn irgendwann die stärkeren Monster kommen. Zu guter Letzt könnte man über diesen Stab sogar alle Monster verbannen, die man gerade kontrolliert. Dadurch würde der Stab aber zerstört werden. Ob man das jetzt tatsächlich machen muss, das muss man dann sehen, was man eventuell sonst noch für Waffen im Gepäck hat. Auch das Kleinteil ist nicht schlecht. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir es zerstören, dass wir bei allen Charakteren zwei Gesundheit wiederherstellen. Wenn es mal Not am Mann ist, vielleicht für den finalen Kampf, auch das wäre eine super Sache. Oder wir können von allen Gegnern die Ausdauer um zwei reduzieren. Ich denke mal, ich nehme auf alle Fälle den Dominator ins Gepäck. Allerdings werde ich dieses Kleinteil nicht zerstören, ich werde es wieder oben auf den Stapel zurücklegen. Jesse ist an der Reihe, nachdem Loray ihre Ausdauer verbraucht hat. Ich werde hier noch diese Werkbank für drei Ausdauer benutzen. Es ist ein klein wenig wie Schlaraffenland hier, dass ich alles mitnehmen kann, ohne dass ich wirklich groß in Gefahr bin. Sollte ich irgendetwas falsch gespielt haben, das werdet ihr mir garantiert über einen Kommentar unter diesem Video mitteilen. Ich werde an der Werkbank auf alle Fälle das Kleinteil mitnehmen. Da weiß ich ja, was es ist. Dann nehme ich noch ein Rüstungsteil und eine Waffe. Mal sehen, was wir hier schönes haben. Ich würde mal sagen, Jackpot. Hier kann ich mit allen drei Sachen was anfangen. Und es ist vor allen Dingen cool, wenn ich bei einer Werkbank bin. Jetzt kann ich auch Ausrüstung tauschen. Kostet auf alle Fälle erstmal die drei Ausdauer. Und jetzt möchte ich gerne den Mantel. Den lege ich erstmal ab. Nehme ich diese Rüstung hinein. Dann haben wir hier eine Verbesserung für eine Waffe. Auch die möchte ich erstmal haben. Ich denke mal, ja, der Speer ist natürlich nicht schlecht, wenn man mal jemanden zurückstoßen muss. Aber ja, ich lege ihn erstmal hier hin. Vielleicht kann ich ihn ja doch noch mitnehmen. Einen Gegenstand darf ich ja dann immer noch wählen. Und auf alle Fälle möchte ich ja, diesen Impuls noch haben. Und ich denke mal, dieses Teil werde ich nicht zwingend benötigen, obwohl ich ihn hier hinten dran bauen könnte, hier oben an die Donnerbüchse dran, bringt mir aber hinsichtlich der Effekte nicht wirklich eine Verbesserung. Okay, jetzt darf ich noch einen Gegenstand nehmen. Ja, dann nehme ich halt den Speer wieder zurück, lasse ihn im Inventar. Und diese beiden Sachen, die werde ich zerstören. Wir dürfen nun noch neu ausrüsten. Die Kernteile würde ich wieder ablegen und wieder anlegen. Ich lasse die genau so, wie sie sind und werde nur die neue Rüstung jetzt hier an die Schuhe dran machen. Neben dem Effekt, dass die Rüstung mir zwei zusätzliche Rüstungswerte und sogar noch eine Willenskraft bringt, hat sie auch noch einen Gegenschlag. Denn sobald ich getroffen werde, kann ich einen weißen und einen schwarzen Würfel werfen und gegen den Angreifer richten. Vielleicht treffe ich sogar damit diesen Gegner. Ergänzend, wenn der Gegner auf einer Falle steht und er verteidigt sich, dann bekomme ich zu meinem Angriffswurf auch noch eins. Dazu und ist vollkommen egal, ob mit der Donnerbüchse angreife oder das hier über den Gegenschlag. Eine wahnsinns coole Rüstung und ich habe sogar noch Möglichkeiten, da noch ein Helmteil oder vielleicht sogar noch eine Verbesserung dran zu machen. Mal sehen, was sich da noch finden lässt. Doch ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe noch die Möglichkeit, meine Waffe ein klein wenig aufzupimpen. Denn diese stabilisierende Schiene hilft meiner Donnerbüchse dahingehend, dass ich zu meinem Angriffswurf noch eins dazu addieren kann. Ich habe also noch größere Chancen auf alle Fälle zu treffen. Und dann habe ich ja noch hier meine Kleinteile. Die werde ich auch garantiert noch im Laufe dieses Spiels benötigen. Sehr cool. Okay, wir haben noch drei Ausdauer. Ich denke mal, die werde ich für eine Bewegung verwenden. Dafür bewege ich mich. 1, 2, 3 hier auf das Ausgangstoken. Allerdings kann ich das Spielfeld jetzt noch nicht verlassen. Genauso wie beim Erkunden sind dafür zwei Ausdauer erforderlich. Somit in der nächsten Runde, und dann werde ich das mit Loray genauso machen. Das heißt, wir müssen uns noch einmal dem Horror stellen und dann endet das Kapitel. Kriegen wir noch mal eine Horrorbegebenheit oder nicht? Und wir bekommen eine 7, somit wird noch mal ein Horror ausgelöst. Twecker geht hoch auf die 5. Monsterbedrohung steigt und mal sehen, welche Karte wir bekommen. Über Jesse Schuhe könnte ich mich mit ihm noch im Einfeld bewegen, bringt aber überhaupt nichts, denn ich will ja in der nächsten Runde das Spielfeld verlassen. Und dann gucken wir, was wir für eine Begebenheit bekommen. Schleichender Tod. Sie sind in unser Territorium eingedrungen. Eindringlinge, Diebenen, Unreine. Sie gehören nicht hierher. Diese schändlichen Parasiten, diese Menschen. Sie haben einige von uns getötet. Doch sie ahnen nicht, dass wir uns nähern. Sie können uns in der Dunkelheit nicht sehen. Sie können nicht hören, wie wir in den Schatten lauern. Und ehe sie wissen, wie ihnen geschieht, werden wir uns auf sie stürzen. Wir bekommen es wieder mit einem Effekt zu tun, wo wir Zählmarker drauf platzieren müssen. Jedes Mal, wenn ein Monster zerstört wird, kommt hier ein Zählmarker drauf. Und liegt der zweite drauf, werden sich alle Monster um zwei Felder einfach so zwischendurch bewegen. Und das so lange, bis diese Karte aus dem Spiel ist. Doch mal sehen, wie sich dieser Effekt im weiteren Verlauf des Spieles auswirkt. Wir werden jetzt das Kapitel verlassen, indem ich Lorraine aktiviere. Sechs Ausdauer. Eins, zwei, drei. Hier auf das Ausgangsfeld. Um das Spielfeld zu verlassen, braucht es nochmal zwei Ausdauer. Somit hat sie noch einen übrig. Braucht sie aber nicht wird sie ihren Zug beenden. Danach ist Jesse dran, wird direkt seine zwei Ausdauer verwenden, um auch hier das Spielfeld zu verlassen. Rein theoretisch könnte ich jetzt noch drei Ausdauer für neue Ausrüsten verwenden, brauche ich aber nicht, hatte ja eben die Werkbank. Nachdem alle Forscher das Spielfeld verlassen haben, werden jetzt noch folgende Effekte ausgeführt. Sollten jetzt noch Monster irgendwo auf dem Spielplan sein, würden diese verbannt werden. Heißt, auf dem Ablagestapel, es sei denn, es sind Monster der niedrigen Stufe, dann würden diese aus dem Spiel entfernt werden. Des Weiteren aus dem Spiel entfernt werden jetzt diese beiden Kartenteile. Die werden gemischt, umgedreht und dann unter den Kartenstapel direkt platziert, so dass die andere Seite gegebenenfalls irgendwann zum Vorschein kommt. Zu guter Letzt dürfen wir nun ins nächste Kapitel vorrücken und mal sehen, was uns erwartet. Okay, wir scheinen irgendwie nach draußen gekommen zu sein. Erholung. Das bezwungene Monster krümmt sich unter entsetzlichen Zuckungen und Schreien. Seine Eingeweide ergossen sich auf den Boden. Wir waren nicht in der Lage, unsere Augen von diesem widerlichen und abscheulichen Anblick abzuwenden. Zwischen den schleimigen inneren Organen eingeklemmt fanden wir den gesuchten Hebel zum Öffnen des Tors. Es brauchte einiges an Kraft, um ihn zu bergen. Endlich konnten wir das Tor öffnen. Es führte zu einem Durchgang, der überraschend in einen kleinen Korridor abzweigte. Als wir dessen Ende erreichten, standen wir vor einer geheimen Tür, die wir sogleich öffneten. Uns bot sich ein unbeschreiblich willkommener Anblick. Unser Lager lag nicht weit entfernt. Wir hatten also die Chance, uns ausreichend zu erholen, um unser Ziel oder unseren Tod weiter zu verfolgen. Wir haben die Tür geöffnet und den Weg zu unserem Lager gefunden, so dass wir jetzt eine kleine Verschnaufpause einlegen können. Diese Pause wird aber nicht lange, denn wir machen dann direkt auch gleich weiter. Es ist ein ganz normales Kapitel. Wir haben kein Geblockzeichen, wir haben hier auch keinen Ausgangsmarker, den wir dann platzieren sollen. Das heißt, wir müssen nachher ein ganz normales Kapitelfeld aktivieren, um weiter voranzuschreiben. Allerdings gibt es jetzt einige Effekte, die wir ausführen müssen. Über der Linie haben wir zwei neue Fähigkeiten erhalten, welche wir in diesem Kapitel ausführen können. Wir können einfach beliebige zwei Gegenstände zerstören und dann dürfen wir einen Gegenstand erhalten. Was bedeutet, wir dürfen wieder zwei Karten ziehen, uns einen aussuchen. Somit können wir ungeliebte Sachen einfach ganz schnell loswerden. Ergänzend haben wir die Möglichkeit, wenn wir zwei Essenzen bezahlen, dass wir die Monsterbedrohung um eine Stufe reduzieren. Die ist schon relativ nah. Um Stufe 3 auszulösen, ist vielleicht ein Effekt, den wir anwenden sollten. Vor allen Dingen, weil Loray 6 Essenzen zur Verfügung hat. Doch das müssen wir nicht gleich machen. Das können wir während des gesamten Kapitels entscheiden, ob wir dies machen wollen oder nicht. Diese Sachen, die jetzt kommen, sind alle spielbetretenen Effekte und die handeln wir jetzt von oben nach unten ab. Ganz oben beginnt eine neue Runde. Wir waren ja mitten in Jessys Zug, als wir jetzt das Feld verlassen haben. Bedeutet einfach, die Runde endet jetzt wir müssen keine Begebenheit mehr ziehen. Wir fangen dann einfach mit einer neuen Runde an. Punkt Nummer 2, sehr cool. Wir können die Gegenstände von Stufe 3 jetzt unseren Stapeln hinzufügen. Fügen wir also diese Gegenstände jetzt unseren Stapeln hinzu. Das hat natürlich zur so Konsequenz, dass die Stapel immer größer werden. Die Chance, so einen Gegenstand zu bekommen, ist jetzt nicht so groß, weil ja auch noch Level 1 und Level 2 Gegenstände in dem Stapel drin sind. Allerdings, wart ja sehr fleißig in den vorangegangenen Kapiteln, hat sehr viel geplündert, umso weniger Gegenstände der niedrigen Stufen sind jetzt im Stapel Drin, desto so größer eure Chance, jetzt so was Tolles zu erhalten. Doch wie erwähnt, alle diese Sachen werden jetzt in die entsprechenden Stapel hineingemischt und dann gehen wir zum dritten Effekt dieses Kapitels. Und dieser besagt, alle Charaktere sind wieder bei maximaler Gesundheit. Das heißt, wir heilen uns wieder komplett voll. Und dann machen wir Effekt 4 und 5 gleich zusammen. Alle Charaktere dürfen miteinander handeln, als wären sie nebeneinander und dürfen sich sogar danach neu ausrüsten. Ich werde das wie folgt machen. Als erstes, wir durften uns ja voll heilen. Hier auf 5. Ich werde diesen Wurfspieß zu Lorraine rübergeben. Denn es handelt sich um eine einhändige Waffe. Und da unsere Lorraine momentan nur das Schild als Einhänderwaffe ist, Trägt, hat sie noch eine Hand frei und über den neu ausrüstenden Effekt kann ich ein weiteres Kernteil anlegen in die zweite Hand hinein. Dieser Speer, dann bin ich auf alle Fälle sehr, sehr flexibel. Die ganzen Kleinteile, die lasse ich mal hier bei Loray. Einmal den Effekt für die Erscheinungsfelder, dass wir sie zerstören können. Wir sind sowieso vielleicht in der Nähe von Erscheinungsfeldern. Über die Stiefel wäre auf alle Fälle ein sehr guter Effekt. Des Weiteren sind wir sehr nahkampflastig und gegebenenfalls über die Granate hätten wir auch mal eine Möglichkeit, was auf Fernkampf auszuführen. Und wenn wir mal einen richtigen magischen Bums benötigen, dann habe ich noch den Dominator im Gepäck, dann rüste ich diesen einfach aus und werde damit weiter agieren. Einen letzten Effekt müssen wir noch ausführen und zwar den Eingangsmarker platzieren. Das funktioniert genauso wie beim Setup, nur dass wir diesmal das Kartenteil nicht von unten ziehen, sondern ganz normal oben vom Nachzugstapel nehmen. Des Weiteren passen wir noch unsere Hocherstufe an, die ist jetzt auf 4 und wir bekommen auch wieder ein Erscheinungslevel für neue Monster jetzt auf Stufe 7. Holen wir uns noch das neue Kartenteil, auf dem wir jetzt starten. Richtungsfeil ist an dieser Stelle. Dort platzieren wir auch gleich den Eingangsmarker. Kommt dieser also an die Stelle. Und unsere Forscher können wir wieder platzieren wie beim Setup. Entweder direkt auf dem Eingangsmarker oder ein Feld angrenzen. Für Loray werde ich das an dieser Stelle machen. Und unser Jesse geht direkt hier. Vor die Ladestation und ist auch gleich in Reichweite der Kiste. Damit sind wir durch mit den spielbetretenen Effekten dieses neuen Kapitels. Jetzt beginnt eine neue Runde. Doch, liebe Freunde, ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Liebe Freunde von Makina Akana, so sieht es bei uns aus zu Beginn des siebten Kapitels. Wir sind auf einem neuen Kartenteil angekommen, müssen einfach nur das Kapitelfeld aktivieren. Ich denke mal, das sollte auch nicht allzu lange dauern, denn ich habe über die gebundenen Begebenheitskarten unserer Forscher diverse Möglichkeiten, das Kapitel zu erleuchten und dann geht sowas sehr, sehr schnell. Außerdem haben wir jede Menge Essenzen, aber ich denke, die werde ich auch dafür investieren, um die Monsterbedrohung ein klein wenig zu senken, damit wir nicht in die Verlegenheit geraten, so schnell stärkere Monster zu bekommen. Doch wir wissen nicht, was für sonstige Horrorbegebenheiten wir noch erfahren werden, welche Monster aus den Löchern gekrochen kommen. Das werden wir alles erst das nächste Mal erfahren. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr ein klein wenig Spaß an dieser Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal. Das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Geno.